Halbfinale wird ein Platz frei bleiben. Dazu aber gleich mehr. Und hier kommt es zum Duell. Der Kompressor-Giganten auf der rechten Seite, der Champion Micha Vogt vom Race Dance Team und links Bully, The Undertaker, Kegelmann. Uli Kegelmann ist ein großer Fan des Schweden. Und jetzt gibt es hier ein internes Duell. Die beiden K3000-Fahrer mit dem 9FF und mit dem Ultima GTR treten gegeneinander an. Da stehen hier zwei kleine Einfamilienhäuschen an der Startlinie, wenn ich mir die Preise so angucke. Der Ultima hat mich vorhin mit der niedrigen 11er Zeit überrascht. Der niedrige 11, der ist eine 10-6 gefahren mit 193 Sachen. Aber es sieht so aus, als würde beim 9FF irgendwo Flüssigkeit austreten. Mit den beiden Nachwuchs-Junior-Dragbikern eröffnet. Auf der rechten Seite Lorenz Bochnik mit seinen 8 Jahren trifft und auf seine 3 Jahre ältere Schwester Leonie, die auf der linken Bahn Station hat. Leonie hat einen 80 gewiegten Einzylinder Viertakt Heidler Rollermotor auf der Hintern und schafft Einstellung von Abstimmungsarbeiten zu helfen. Das ist der Gold von Toro Performance. Er hat genau die 14.07 gefahren. Und auf der linken Seite, der ist noch außerhalb des Startfeldes, denn der hat bei Bestzeit eine 14.2 und Lukas Zippi kommt mit dem mattschwarzen Glimmel Barracuda vom All Automotive Team. Thank you.
ganz spät an. Und nach Rebele versucht nun seine Schwester Annette Müller, die perfekte 9,9 zu fahren mit ihrem Blutberger Chevrolet Camaro. Eine perfekte 8,9, das ist das Ziel von René Kloss im C-Boss Dragster. Er war schon mehrfach dicht dran, mal zu langsam, mal zu schnell. Jetzt will er beim letzten Lauf versuchen, eine perfekte 8,90 hinzubekommen. Schöner Vergleich zwischen dem Zweitplatzierten aus der Streetout-Neu-Serie, Bernd, und Elmar, der Mann, der die Public Race Bike Qualifikation dominiert hat. Der hat da einen 9,8 gefahren und Bernd Sachs ist in der Lage, bis auf die 9,7 zu kommen. Das könnte jetzt wirklich spannende Seite an Seite Lauf werden. Voll durch und schafft hinten raus eine 10,8 mit 207. Gerade unterwegs. Das müsste eine schöne 8 werden. 8, 8, 8.
Erfolg, dass bei Ihnen der Motor runtergeht, die Achsen aufdrücken. Mittlerweile sind die Bretter, die so schön erhalten sind, sehr selten geworden. Und der ist noch schnell dazu. Der hat nämlich schon eine 13,5 auf der Uhr, ist aktuell 12. in der Qualifikation, verbessert sich hier um glatte 0,3 Sekunden. Kommt er damit sogar in die Top 10 rein? Nein, 11. ist er damit geworden. Jürgen Frank im Camaro, der hatte eine 11-2 gegen 11.